Ein Unbekannter dringt in ein Geschäft ein und schießt dreimal. Er tötet die Besitzerin. Verdächtige gibt es einige, doch alle besitzen ein Alibi. Die Polizei rätselt über eine Tat, verübt am helllichten Tag. Erst der Schatten des Mörders enthüllt das Geheimnis. Es ist Herbst in Spring Grove, Pennsylvania. Eine besonders schöne Zeit. Landschaftsfotografen und Künstler aus der Region kommen gewöhnlich hierher zur Gray Fox Gallery. Ihre Besitzerin ist Jennifer Myers. Eine wunderbare Frau, Mutter und Ehefrau und für viele Menschen eine gute Freundin. Doch im Jahr zuvor gab es einen Zwischenfall in der Galerie. Mit vorgehaltener Waffe wird Jennifer ausgeraubt. Seit diesem Tag hält Ehemann Steve nachmittags nach der Arbeit an dem Shop, um nach seiner Frau zu sehen. Die meisten Besucher sind ereignislos. Doch am 20. Oktober 1997 ist es anders. Meine Frau wurde erschossen. Ihre Frau wurde erschossen? Ja, in der Gray Fox Gallery in Spring Grove. Beeilen Sie sich. Wissen Sie, wer Ihre Frau erschossen hat? Nein, weiß ich nicht. Wo wurde sie getroffen? Im Gesicht. Atmet sie noch? Sir, atmet sie noch? Nein. Als die Polizei zum Tatort kommt, liegt Jennifer tot auf dem Boden hinter dem Ladentisch. Drei Kugeln haben sie getroffen. Mehrere Arbeiter aus der Gegend sagen aus, gegen 1 Uhr mittags Knallgeräusche gehört zu haben. Doch keiner von ihnen hielt sie für Schüsse. Mehrere Zeugen wollen einen Mann mit langen schwarzen Haaren gesehen haben, der zur fraglichen Zeit aus der Richtung des Shops gekommen sein soll. Der Täter hatte nur die Absicht, das Opfer zu töten, als er da reinging. Es gab keinen Kampf. Und das Vorgehen passt auch nicht zu einem Raubüberfall. Es fehlt weder Geld in der Kasse noch in Jennifers Handtasche. Wenn solche Dinge passieren, ändert sich für viele Leute die Welt. Sie fühlen sich nicht mehr sicher. Und wenn so etwas schon in Spring Grove vorkommt, dann kann es überall passieren. Da die Tat gegen Mittag in einer belebten Einkaufsstraße geschehen ist, geht die Polizei davon aus, dass hinter dem Mord ein Täter steckt, der bereit war, alles zu riskieren. Es handelte sich um eine Person, die Jennifer unbedingt töten wollte, die mit ihr ein Problem hatte. Wir mussten nach einem Motiv suchen, konnten Raub aber ausschließen. Doch wer wollte Jennifer Myers tot? Die ballistische Untersuchung ergibt, dass die Mordwaffe entweder eine Kaliber .357 ist oder eine .38. In Pennsylvania gibt es eine Datenbank, in der alle Handwaffen registriert sind. So haben wir herausgefunden, dass Stephen Myers eine .357 hat. Freiwillig händigt Steve Myers seine Pistole für eine forensische Untersuchung aus. Wir glauben, dass der Schütze in das Geschäft ging und blitzartig angriff. Er ging direkt auf sie zu und traf sie mit der ersten Kugel im Schulterbereich. Die zweite Kugel traf in den Bauch, die letzte im Gesicht. Um die gefundenen Geschosse einer Waffe zuordnen zu können, werden Kugel und Hülse untersucht. Sowohl Kugel als auch Hülse haben nach dem Schuss charakteristische Merkmale, die nur von einer einzigen Waffe stammen können. Testschüsse mit dieser Waffe müssen dann die gleichen Merkmale an Hülse und Kugel ergeben. Die Patronenhülsen, die ausgeschleudert werden, tragen Spuren vom Stoßboden der Waffe, die beim Zünden der Patrone vom Stoßboden und von anderen spurengebenden Waffenteilen, wie zum Beispiel vom Schlagbolzen, vom Auszieher, vom Auswerfer, auf die Hülse übertragen werden. Steve Myers Pistole ist nicht die Tatwaffe. Und er war zur Tatzeit arbeiten.
Er brauchte dieses Alibi nicht, aber die Tatsache, dass er arbeiten war, bekräftigte, dass er nichts mit dem Mord zu tun hatte. Ein Rückschlag für die Polizei, die jedoch eine weitere vielversprechende Spur hat. Der Mord an Jennifer passierte genau einen Tag vor ihrer Zeugenaussage gegen den 40-jährigen Kevin Dowling. Dowling wird beschuldigt, den Raub ein Jahr zuvor geplant und durchgeführt zu haben. Okay, jetzt hatten wir jemanden mit einem möglichen Motiv. Er könnte sie getötet haben, damit sie nicht aussagt. Und Kevin Dowling könnte den Mord begangen haben, denn er war gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Doch als er von der Polizei verhört wird, präsentiert er ein Alibi. Er behauptet, mit seinem Boot auf dem Muddy Run Lake angeln gewesen zu sein. Seine Frau bestätigt diese Geschichte. Mrs. Dowling war sehr kooperativ. Sie glaubte an die Unschuld ihres Mannes und war deshalb sehr hilfsbereit, dies auch zu beweisen. Und auch Dowling selbst hat Beweise für seine Unschuld. Er hat sich an diesem Tag beim Fischen auf Video aufgezeichnet. Das Band gibt seine Frau bereitwillig der Polizei. Ich wollte helfen, seine Unschuld zu beweisen. Ich war mehr als glücklich, ihnen helfen zu können, denn für die Polizei war es ein Schlag ins Gesicht. Hahaha, er war es nicht. Zeigte ihn dieses Band tatsächlich beim Fischen, hatte er ein erstklassiges Alibi. Ich wollte es nur als Beweisstück sicherstellen, für eventuelle Nachfragen. Als erstes bemerkt die Polizei, dass die Aufnahme sowohl Datum als auch Tageszeit anzeigt. Hier ist es sehr schön, ruhig und friedlich. Das Band zeigt Dowling beim Fischen zwischen 10.46 Uhr und 16 Uhr am Tag des Mordes an Jennifer Myers. Der Muddy Run Lake ist 45 Autominuten von Jennifers Geschäft entfernt. Zur Entlastung präsentiert Dowling Quittungen über Fischköder, Lebensmittel und vom Bootsverleih. Doch etwas ist seltsam an diesem Videoband. Er nimmt sich beim Fischen auf, doch es sieht nicht so aus, als sei er interessiert daran, etwas zu fangen. Kevin Dowlings Familie bestätigt, dass das Video am 20. Oktober, dem Tag des Mordes, aufgenommen wurde. Als er am Abend nach Hause kam und meine Töchter auch da waren, haben wir uns das Video gemeinsam angesehen. Auf dem Band spricht Kevin zu seinen Kindern über die bevorstehende Verhandlung. Er wünscht sich von ihnen, dass sie sich im Falle seiner Verurteilung während der Haftzeit gut benehmen. Ich muss akzeptieren, was kommt. Ich bin zwar unschuldig, doch mir scheint keiner helfen zu wollen. Und ich weiß nicht weiter. Meine Hauptsorge ist, was mit Mutti und euch Kindern passiert. Mir fiel auf, dass er versuchte, alles zu erklären, was er an diesem Tag machte. Seltsam war auch, dass er für alles Quittungen hatte. Der Tag schien zu perfekt zu sein für ein normales Alibi. Hat Kevin Dowling das Video irgendwie manipuliert? Wenn ja, wie können die Ermittler es beweisen? Der Familienvater Kevin Dowling beteuert seine Unschuld im Mordfall der Galeriebesitzerin Jennifer Myers. Als Alibi präsentiert der Tatverdächtige ein Video, das ihn beim Angeln zeigt. Die mit aufgenommene Zeit und das Datum beweisen, dass es sich um den Mordtag handelt. Auf dem Radar sind große Fische zu sehen. Ich wüsste nur gerne, wie ich sie kriege. Das Band beinhaltet Aufnahmen zwischen 10 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags. Jennifer wurde aber gegen 13 Uhr ermordet und ihr Geschäft ist 45 Minuten vom See entfernt. Dowlings Video liefert ihm ein einwandfreies Alibi. Doch die Polizei ist weiterhin misstrauisch. Dowling hat zwar den ganzen Tag über aufgenommen, bespielt ist das Band aber nur 12 Minuten. In dem Video spricht er mehrmals davon, einen Fisch gefangen zu haben. Doch man sieht keinen Fisch, das fand ich seltsam. Wenn man einen fängt, zeigt man ihn doch.
Und William Mowry stört noch etwas. Kevin Dowling schaut oft auf seine Armbanduhr. Ich fand es ungewöhnlich, dass jemand beim entspannten Angeln so sehr auf die Uhrzeit achtet. An einigen Stellen des Bandes sieht man Dowlings Armbanduhr. Die Ermittler vergrößern die Sequenzen mit der Uhr. Doch die Einzelbilder sind zu unscharf, um die Zeit ablesen zu können. Mowry bittet Wissenschaftler des FBI, die Ausschnitte digital zu vergrößern. Doch aufgrund der schlechten Bildqualität scheitert auch dieser Versuch. Die exakte Zeit und das Datum der Aufnahme sind für die Polizei jedoch entscheidend. Schließlich lassen sich diese Einstellungen manipulieren. Die Sonne schien zeitweise und produzierte gute Schatten. Ist es möglich, über die Bestimmung des Schattens auf die Position der Sonne zu schließen und damit die Tageszeit zu berechnen? Diese Frage stellen die Ermittler den Experten vom NASA-Raumfahrtzentrum in Greenbelt. Die dortigen Wissenschaftler empfehlen einen Astrophysiker ganz aus der Nähe des Tatortes. Sie sagten, dass es wahrscheinlich Dr. Robert Boyle vom Dickinson College machen könnte. Dr. Robert Boyle ist Professor für Physik und Astronomie. Doch als er sich das Videoband ansieht, ist er nicht sehr optimistisch. Ich erschrak, denn das war kein routinemäßiger Fall. Klar gab es Schatten, wie bei einer Sonnenuhr, anhand derer wir die Zeit bestimmen können. Doch die Aufnahmen wurden auf einem beweglichen Boot gemacht. Da sich die Erde dreht, verändert sich auch die Position der Sonne und die wirft so verschiedene Schatten. Will man anhand der Sonne die Tageszeit bestimmen, sind mit der Höhe und der Laufbahn entlang des Horizonts zwei Dinge zu beachten. Der nördliche Punkt ist 0 Grad, der östliche Punkt 90 Grad, der südliche 180 Grad und der westliche Punkt 270 Grad. Für die vollständige Untersuchung benötigt Dr. Boyle mehr als das Videoband. Er benötigte die Maße des Bootes, Kevin Dowlings Maße und die der Mütze, die er im Video trug. Doch die wichtigsten Informationen, die Dr. Boyle benötigt, sind die Himmelsrichtungen, in die das Boot während der Aufnahmen schwimmt. Zur Rekonstruktion nimmt die Polizei dasselbe Boot und fährt anhand der Landschaft an die Stellen aus dem Video. Per Kompass findet dann die exakte Bestimmung statt. Von 8 Positionen, die Professor Boyle uns vorgegeben hat, konnten wir 7 finden. Wir haben sogar Toleranzen von 1 Grad plus bis 5 Grad minus eingerechnet. Mit Hilfe einer Puppe, einer Glühbirne und einem Gradmesser berechnet Boyle unter Berücksichtigung des Schattens den Stand der Sonne. Die Puppe stellt Kevin Dowling dar, die Glühbirne die Sonne. Dr. Boyle richtet die Lichtquelle so aus, dass die Schatten wie auf dem Video erzeugt werden. Anhand des Gradmessers kann Boyle nun den Stand der Sonne berechnen. Im Grunde habe ich den Winkel zwischen der ausgerichteten Videokamera und der einfallenden Sonne gemessen, die mit einer Glühbirne nachgeahmt wurde. Mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms, das die exakte Position der Sonne in 15 Minuten Abständen angibt, vollendet Dr. Boyle seine Berechnungen. Das Ergebnis überrascht, denn nicht alle Zeiteinblendungen auf dem Video entsprechen dem Sonnenstand. Die Zeiten vom späten Nachmittag könnten stimmen, aber in der Mitte, da gab es einige Zeitangaben, die mit den astronomischen Daten nicht übereinstimmten. Ein Beispiel. In dieser Szene schaut Dowling nach Norden. Die aufgezeichnete Zeit ist 11.24 Uhr. Doch man kann sehen, dass die Sonne sich deutlich links von Dowlings Blickrichtung befindet, das heißt im Westen.
Um 11.24 Uhr müsste die Sonne aber im Osten sein. Dr. Boll vermutet, dass diese Szene gegen 15 Uhr nachmittags aufgenommen wurde. Nun hatte Kevin Dowling die Zeit, den Mord zu begehen, denn um 13 Uhr war er nicht auf dem Muddy Run Lake. Als die Polizei Dowling mit den Ergebnissen konfrontiert, gesteht er zwar die Manipulation des Videos, will aber weiterhin nichts mit dem Mord zu tun haben. Er behauptet, ein paar Stunden in eine nahegelegene Stripbar gefahren zu sein. Die Zeit auf dem Videoband habe er verändert, damit seine Frau nichts erfährt. Ich muss nicht darauf hinweisen, wie seltsam diese Geschichte ist. Warum hat er sich überhaupt aufgenommen? Hätte er entschieden, sich nicht aufzunehmen, hätte seine Frau auch nie etwas erfahren. Und das Videoband verrät noch etwas. Dowlings Kleidung passt zur Täterbeschreibung einiger Zeugen, die einen Mann aus Jennifer Meyers Galerie kommen sahen. Ich wollte und konnte nicht glauben, dass mein Mann, der Vater meiner Kinder, einem anderen Menschen so etwas angetan hat. In Dowlings Haus findet die Polizei die Kleidungsstücke, die er beim Angeln getragen hat, und schickt sie zur Analyse der Schmauchspuren ins kriminaltechnische Labor. Wird ein Schuss abgegeben, entzündet der Schlagbolzen die Elemente im Projektil und es kommt unter anderem zum Gasausstoß. Diese Rückstände, die die Waffe verlassen, nennt man Schmauch. Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner und Deutschlands anerkanntester Experte für Schussverletzungen. Bei einer Schussabgabe wird Schmauch freigesetzt. Dieser tritt auch an den undichten Stellen der Waffe aus. Wenn der Schütze die Waffe in der Hand hält, schlagen sich diese Gase auch nieder auf der Hand des Schützen, aber in abnehmender Konzentration auch im Handgelenksbereich bis hin zum Unterarm. Um den Schmauch von der Kleidung zu sichern, benutzen Kriminaltechniker unterschiedliche Verfahren. Um Schussresiduen von der Kleidung abzunehmen, gibt es verschiedene Methoden. Ein einfaches Verfahren sind Filmfolienabzüge, mit denen ich die Kleidungsoberfläche abklebe und auf diese Weise ein flächendeckendes Bild der Schmauchverteilung bekomme. Alternativ kann man auch rasterelektronenmikroskopische Stiftprobenträger verwenden. Das sind kleine Stempelchen, mit denen ich Vorzugsbereiche abgreife. Der mit dem Stempel gewonnene Schmauch kommt dann zur Analyse in ein Rasterelektronenmikroskop. Das Rasterelektronenmikroskop ist ein wertvolles Hilfsmittel, um Schmauchspuren zu analysieren. Ich bekomme einerseits ein morphologisch detailliertes Bild und kann an bestimmten Veränderungen diese feinsten Partikel, die bis in den Submikronbereich hineinreichen, mir von ihrer Gestalt her anschauen. Andererseits erhalte ich durch die gleichzeitige Elektronenstrahlanalyse einen Hinweis auf die Elementzusammensetzung in diesem Schmauchpartikelchen. Dabei werden die Elemente mit einem Elektronenstrahl beschossen, die dann spezifische Röntgenstrahlen aussenden. Die charakteristischen Röntgenstrahlen sehen auf dem Monitor wie Pulsschläge auf unterschiedlichen Energiestufen aus. Jede Energiestufe gehört zu einem Element. Die Zusammensetzung von Schmauch, sprich von Schussrückständen, ist schon in gewisser Weise charakteristisch. Wir haben es hier mit verschiedenen metallischen Elementen zu tun und wenn die in einer bestimmten Musterkonstellation vorliegen, kann ich natürlich einen Vergleich zwischen einer aufgefundenen Waffe bzw. abgeschossenen Hülse und einem entsprechenden Vorfall herstellen. Die Tests ergeben, dass an allen Kleidungsstücken auf der linken Seite Schießpulverrückstände vorhanden sind. Und das ist kein Zufall, denn Dowling ist Linkshänder. Wir haben auf jedem Kleidungsstück Schießpulverrückstände gefunden. Für die Staatsanwaltschaft ist nun klar, dass Kevin Dowling die Ermordung von Jennifer Meyers geplant hat, um sie an der Aussage gegen ihn zu hindern. Am Tag des Mordes ist Dowling zum Angeln an den Muddy Run Lake gefahren und benutzt dort seine Videokamera bis 11.45 Uhr. Ich bin kurz weg, gleich aber wieder zurück. Dann fährt er ans Ufer, versteckt sein Boot im Gebüsch
und fährt die 45 Minuten in die Stadt. Verborgen unter einer Perücke dringt Dowling gegen 13 Uhr in Jennifers Galerie ein und schießt dreimal. Dabei setzen sich Schießpulverrückstände tief in die Fasern seiner Kleidung. Gegen 14 Uhr ist Kevin Dowling dann zurück an seinem Boot. Beim Umstellen der Zeit an seiner Videokamera auf 11.24 Uhr vergisst Dowling, dass er als menschliche Sonnenuhr fungiert. Das Videoband entlarvt seine Lügengeschichte. Ich würde ihm am liebsten in den Hintern treten. Er hat überhaupt keine Gewissensbisse. Daran sieht man, wie krank dieser Mann ist. Es ist wirklich erschreckend. Obwohl Kevin Dowling seine Unschuld beteuert, wird er wegen Mordes angeklagt und zum Tode durch eine Injektion verurteilt. Ehefrau Joanne ahnte nichts von der dunklen Seite ihres Mannes und hält die Todesstrafe für berechtigt. Ich hasse Kevin Dowling für alles, was er ist und was er getan hat. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasse. Dieses Videoband werde ich nie vergessen. Denn wie lächerlich ist es zu glauben, dass er mit so etwas davonkommt. Heutzutage gibt es genug Technologien, die beweisen, dass dieses Tape gefälscht ist. Es ist eine Sache, ein Motiv zu haben, eine andere ist es, das Verbrechen zu beweisen. Erst die Kriminaltechnik gab uns die Möglichkeit, es zu überprüfen. Obwohl die Tatwaffe nie gefunden wurde, ist es schon erstaunlich, was heutzutage möglich ist. Ohne dies würden viele Leute noch frei herumlaufen. Es ist schon witzig. Oft sprechen wir von Kriminellen, die im Schatten lauern. Aber in diesem Fall haben die Schatten alles enthüllt. Kevin Dowling wartet bis heute auf die Vollstreckung des Urteils. ...1993 sterben im Westen der USA in einem Indianerreservat mehr als 20 junge Navajo an einer mysteriösen Krankheit. Die Krankheit und deren Verlauf ist den Gesundheitsbeamten unbekannt. Erst Medizinmänner liefern die entscheidende Information, die die Ermittler einmal um die Welt zu einem höchst ungewöhnlichen Killer führt. Four Corners, vier Ecken, heißt das bekannteste Reservat der Navajo-Indianer. Es ist ein 25.000 Quadratmeilen großes Wüstengebiet und berührt die vier US-Staaten Utah, Colorado, New Mexico und Arizona. Gut 1.200 Menschen leben in den abgelegenen Bergen dieser Region und bilden die größte Navajo-Gemeinde Amerikas. Die Szenerie lockt jährlich tausende Touristen an. Die wichtigste Einnahmequelle der Navajo, die schon seit Jahrhunderten dieses Gebiet bewohnen. Dennoch beherrscht Armut die Region, von der auch der 19-jährige Merrill Bahi betroffen ist. Doch etwas unterscheidet ihn von den anderen. Merrill war ein großartiger Mensch. Denn er war ein herausragender Läufer. Jeder, der ihn schon einmal laufen gesehen hatte, sprach von einem Geschenk Gottes. Er liebte es, zu laufen. Merrills Begabung verschafft ihm ein Stipendium an der Santa Fe Indian School. Das Internat ist sowohl räumlich als auch kulturell weit weg von dem, was der junge Mann bisher kannte. Plötzlich kam er auf ein städtisches Internat. Er wusste nicht, wie man ein Bett macht. Vermutlich hatte er bis dahin noch nie unter einem Betttuch geschlafen, sondern nur eine Decke gehabt. Er wusste nicht, wie man ein Bett bezieht. Er hat das Laken einfach übers Bettzeug geworfen, wie eine Decke. Ich sagte, nein, Merrill, das Bettlaken muss auf die Matratze. Ich musste ihm zeigen, wie man ein Bett macht. Nur langsam gewöhnt sich Bahi an sein neues Leben. Trotz guter Leistungen in der Schule
bereitet ihm das Stadtleben Schwierigkeiten. Doch dann lernt er Florina Woody kennen. Etwas Wunderbares geschah. Er lernte ein Navajo-Mädchen aus der Pueblo School kennen. Sie haben sich so ineinander verliebt, dass der Leichtathletiktrainer Florina zum Zeugwart des Teams machte, damit sie die Handtücher verteilt und Merrill sich auch weiterhin auf sein Laufen konzentriert. Da Merrill erwägt, ein Leichtathletikstipendium einer anderen Schule anzunehmen, beschließt das Paar, auf dem Gebiet des Indianerreservats in diesen Wohnwagen zu ziehen. Schon bald wird ihr gemeinsamer Sohn Morris geboren und das Paar beschließt zu heiraten. Kurz nach der Geburt wird Florina krank und glaubt, es sei eine Grippe. Ihr war ganz kalt und sie hatte die ganze Zeit über Schüttelfrost. Es war so, als bekäme sie eine gewöhnliche Erkältung. Florina wird in dem Reservat in ein Krankenhaus gebracht. Den Ärzten berichtet sie, schon seit längerem Asthma und Atembeschwerden zu haben. Röntgenaufnahmen ihres Brustraumes zeigen eine Flüssigkeit in der Lunge. Ihre Lungen schimmerten weiß. Normalerweise sollten sie wegen der unsichtbaren Luft dunkel sein. Offensichtlich war eine Flüssigkeit in der Lunge. Wo die Flüssigkeit herkommt, ist den Ärzten ein Rätsel. Um Florina das Atmen zu erleichtern, bekommt sie Sauerstoff und erleidet sofort einen Schock. Ich sah eine Krankenschwester aus ihrem Zimmer kommen. Sie war völlig durcheinander und weinte. Und da wusste ich, dass etwas passiert ist. Jeder Rettungsversuch kommt zu spät. Der Druck in ihrer Lunge ist zu hoch. Ihr Herz hört auf zu schlagen. Als Todesursache wird akuter Atemstillstand festgestellt. Die erst 21-jährige Florina Woody stirbt am Muttertag. Nachdem sie uns gesagt hatten, dass sie tot ist, durften wir in ihr Zimmer. Ich konnte einfach nicht fassen, dass mein Kind tot ist. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Ich wollte mich an sie klammern und nicht mehr loslassen. Die Ärzte sind ratlos und befürchten den Ausbruch einer ansteckenden Krankheit. Häufig auftretende Krankheiten werden schnell ausgeschlossen. Und Spuren von Drogen oder Pestiziden gibt es auch nicht. Asthma wird ebenfalls ausgeschlossen und eine bakterielle Infektion hätte nicht einen so rapiden Abfall der Blutplättchen verursacht. Es passte einfach nichts, was ich oder meine Kollegen schon kannten. Wir waren beunruhigt, weil wir keine Erklärung hatten. Wir wussten nicht, womit wir es zu tun hatten. Das bringt einen schon aus der Ruhe. Florinas Tod ist ein Schicksalsschlag für Merrill Bahi und seinen neugeborenen Sohn. Als Bahi die Beerdigung vorbereitet, treten bei ihm ähnliche Krankheitssymptome auf. Merrill Bahi stand neben sich und fühlte sich nicht gut. Er glaubte nicht, sich bei Florina angesteckt zu haben. Doch Merrills Zustand verschlechtert sich innerhalb kürzester Zeit. Er wird ins Crown Point Hospital eingeliefert, in dem auch Florina behandelt worden ist. Schnell beschließt Merrill, sich nicht in dem Krankenhaus behandeln zu lassen, in dem Florina gestorben ist. Seine Familie fährt ihn ins Indian Medical Center nach Gallup. Kurz vor der Ankunft verliert Merrill das Bewusstsein. Die Ärzte bringen ihn sofort in die Notaufnahme. Dort stirbt er. Die Todesursache ist akuter Atemstillstand. Merrill Bahi war erst 19 Jahre alt. Sein Tod tritt ein, als gegenüber vom Krankenhaus die Beerdigung seiner Frau stattfindet. Die Beerdigungsfeier war noch nicht zu Ende, als ein Untersuchungsbeamter kam und Merrills Familie suchte, die zu Flo's Beerdigung gekommen war. Dort wurden sie unterrichtet und danach ging alles drunter und drüber. Ich erlitt einen Nervenzusammenbruch. Der zweite mysteriöse Todesfall und die Gesundheitsbehörden haben keine Erklärung.
Die einzige Möglichkeit, die Todesursache festzustellen, ist eine Autopsie. Doch Obduktionen sind in der Navajo-Gemeinschaft verboten. Bei den traditionellen Navajo sind Autopsien verboten. Auch die Stammeshäuptlinge der Navajo haben das Recht, es zu verbieten. Ich glaube, die Regierung hat nicht verstanden, dass wir unabhängig sind, sogar in einem medizinischen Notfall. Die Navajo haben strenge Tabus hinsichtlich des Todes. Den Namen eines Verstorbenen darf man innerhalb der ersten 4 Tage nach seinem Tod nicht erwähnen, da seine Seele auf dem Weg ist und diese Reise soll keinesfalls unterbrochen werden. Doch Bita Bigay möchte Antworten auf ihre Fragen. Sie setzt sich über Tradition und Stammesführer hinweg und bewilligt eine Autopsie. Zusätzliche Dringlichkeit bekommt die Obduktion, als auch noch Merrills und Florinas Säugling krank wird. Nach der Krankenhauseinlieferung kommt der Kleine sofort in Quarantäne. What is it? Where did it come from or... Was ist das? Woher kommt es? Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und wollte es nun wissen. Es gibt eine relativ geringe Anzahl von Wirkstoffen, die einen gesunden jungen Menschen innerhalb weniger Stunden töten können. Und wir hatten 2 Menschen, die in einem Haushalt gelebt haben und in einem Abstand von 4 Tagen gestorben sind. Das ist ein höchst außergewöhnlicher Fall und muss daher als eine Art ansteckende Krankheit betrachtet werden. Während die Behörden auf die Ergebnisse der Autopsie warten, breitet sich die tödliche Krankheit weiter aus. In der Woche nach Florinas und Merrills Tod steigt die Zahl der Toten auf 6. Und jeden Tag werden mehr Menschen mit gleichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. New Mexico befürchtet eine Epidemie, in der Region bricht Panik aus. Wir haben Anrufe von besorgten Bürgern, Ärzten und Schulverwaltungen erhalten. Das kommt leider immer dann vor, wenn etwas Dramatisches und Beängstigendes passiert ist und man keine guten Antworten hat. In der Gemeinde herrschte wirklich große Angst, denn keiner wusste, was es war. Jeder wusste zwar, dass weiterhin alles untersucht wurde, doch das reichte nicht als Antwort. Wenn es wenigstens einen Namen gäbe, dann wüsste man zumindest, mit was man es zu tun hat. Die Autopsien von Merrill Behe und Florina Woody liefern nur wenige Antworten. Die geheimnisvolle Krankheit ist noch immer nicht identifiziert. Und so geht das mysteriöse Sterben im Reservat der Navajo-Indianer weiter. Mai 1993. Die Navajo-Radiosender im Reservat Four Corners schlagen Alarm. Viele junge Navajo-Indianer sterben. Täglich wird über neue Erkrankungen berichtet. Da die Gesundheitsbehörden nicht viel über die Krankheit wissen, können sie keine Vorkehrungsmaßnahmen empfehlen. Für Patienten, die mit Fieber, Husten oder Kopfschmerzen kamen, war es schwer in dieser Zeit. Wir Ärzte mussten sie wieder nach Hause schicken, trotz der Gefahr, dass sie innerhalb von wenigen Stunden sterben konnten. Mittlerweile wird im ganzen Land über den Ausbruch berichtet. Da es scheint, als ob sich nur Navajo-Indianer anstecken, wird die Krankheit Navajo-Grippe genannt. Es herrschte Chaos. Es ist unmöglich, so viele Todesfälle lange geheim zu halten. Wir wussten nichts über die Ursache. Wir hatten viele negative Laborergebnisse und selbstverständlich werden so bei jeder Untersuchung Möglichkeiten ausgeschlossen. Doch die Antwort kannten wir immer noch nicht. Eine Vermutung ging in Richtung Beulenpest. Der gefürchtete schwarze Tod, an dem im Mittelalter Millionen von Menschen gestorben sind, fordert heute noch weltweit mehr als 1000 Opfer pro Jahr. Die Symptome der Pest, insbesondere hohes Fieber, Muskelschmerzen und der Beginn einer Grippe, ähneln den Symptomen der Navajo-Grippe. Bubonic Plague still
Die Beulenpest kommt in New Mexico noch ab und zu vor. Da ist der Staat gut ausgerüstet für entsprechende Tests. Doch das Testergebnis war negativ und das ärgerte die Ermittler, denn sie wussten noch immer nicht, woran das junge Paar gestorben war. Eine weitere Möglichkeit ist die Lungenpest, eine hochansteckende Krankheit, bei der der Tod schon nach kurzer Zeit eintritt. Das war bei allen Opfern der Fall. Und so keimt Hoffnung auf bei den Ärzten, denn diese Krankheit kann erfolgreich mit Antibiotika behandelt werden. Doch die Autopsien ergeben etwas anderes. Die Kapillargefäße der Opfer sind geplatzt, wodurch Flüssigkeit in die Lungen gelaufen ist. Das ist bei einer Lungenpest nicht der Fall und ist den Ermittlern auch von keiner anderen Krankheit bekannt. Es war sehr verwirrend und frustrierend. Wir waren einfach nicht in der Lage, es herauszufinden. Das konnte doch nicht so schwierig sein. Ich hatte noch nie so viele Fälle gleichzeitig, die ich nicht verstand. Die regionalen Gesundheitsbehörden ziehen das Zentrum für Seuchenkontrolle, CDC, in Atlanta hinzu. Ein Spezialteam des CDC begibt sich auf die Suche nach den Ursachen und beginnt in dem Wohnwagen, in dem Merrill Behe und Florina Woody gelebt haben. Auch wir wussten nicht, was es war, ob es ansteckend ist und ob es gefährlich ist, dort zu arbeiten. Keiner hatte eine Ahnung, ob man sich auch im Labor anstecken kann oder nur durch jemanden auf der Straße. Die Behörden lösen Bioalarm aus, Risikostufe 4, die höchste Stufe. Mit speziellen Anzügen versuchen sich die Wissenschaftler gegen den Krankheitserreger zu schützen, als sie den Wohnwagen und die Umgebung untersuchen. Sie trugen Anzüge wie Astronauten, die ins All fliegen. Wissen Sie, wie ich meine? Und so tauchten die hier auf. Das hat uns noch mehr Angst eingejagt. Sie haben uns damit richtig erschrocken. Während sich die Mediziner an ihre Experten wenden, nutzen die Navajo-Indianer ihre traditionellen Heiler und Medizinmänner. Sie behaupten, die Krankheit zu kennen, da sie schon einmal aufgetreten ist. Sie sagten, dass die Krankheit in diesem Jahrhundert schon aufgetreten ist. Und zwar im Jahr 1933 und 1918. In diesen zwei Jahren hat es viel geregnet und im Winter in den Bergen viel geschneit. Die Stammesheiler berichten, dass durch die starken Regenfälle die Anzahl der Mäuse im Reservat drastisch gestiegen ist. Und sie vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem hohen Mäusebestand und den Todesfällen. Doch welchen, wissen sie nicht. Ein alter Navajo sagte zu mir als Kind, wenn eine Maus über deine Kleider läuft, verbrenne sie. Niemand wusste, was dieses Sprichwort eigentlich bedeutet. Aufzeichnungen beweisen, dass es in den Jahren 1991 und 92, also kurz vor dem Ausbruch der Krankheit, starke Regenfälle gegeben hat. Doch die Behörden können keinen Zusammenhang zwischen dem Regen, der wachsenden Mauspopulation und dem Ausbruch erkennen. Inzwischen führen Wissenschaftler mit den Gewebeproben der Opfer den sogenannten ELISA-Test durch. Die Tests finden in Hochsicherheitslabors des CDC statt, in denen die gefährlichsten Erreger und Viren der Welt erforscht werden. Bricht im Körper des Menschen eine Krankheit aus, reagiert dieser mit der Produktion von spezifischen Antikörpern. Diese Antikörper werden mit Hilfe des ELISA-Tests isoliert und können so mit bekannten Proben verglichen werden. Zahlreiche Vergleiche werden durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. In den 6 Wochen nach Florina Woodys und Merrill Behes Tod sterben weitere 12 junge Menschen an der mysteriösen Krankheit. Danach erhält Peter Begay seit langem die erste gute Nachricht. Ihr Enkel Morris leidet nicht an der mysteriösen Krankheit und wird aus der Quarantäne entlassen.
Und die Ermittler finden eine weitere Spur. Ein Tourist aus Island hat nach seinem Aufenthalt im Reservat die gleichen Krankheitssymptome. Daraus schließen die Wissenschaftler, dass der Ausbruch ökologische Ursachen hat und nicht auf die Navajo-Indianer begrenzt ist. Unglücklicherweise wurde die Krankheit anfangs nur den Navajo zugeschrieben. Doch das war offensichtlich falsch, denn auch andere Menschen waren betroffen. Teilweise war das gegenüber den Navajo beleidigend. Und dann machen die Wissenschaftler die entscheidende Entdeckung. Ein erneuter Vergleich der Antikörper mit denen aus einer alten Untersuchungsreihe bringt den Durchbruch. Die Probe, die eine Ähnlichkeit aufweist, ist über 50 Jahre alt. Sie stammt von einem Soldaten, der 1950 in Korea stationiert war. Auch damals handelte es sich um eine Epidemie, von der mehrere Armeeangehörige betroffen waren. Der Virologin Anna-Maria Eis-Hübinger ist dieser historische Ausbruch bekannt. In den Jahren 1951 bis 1953 kam es bei mehr als 3000 Truppenangehörigen zu einer rätselhaften, schweren Erkrankung. 10% der Erkrankten verstarben, die meisten von ihnen an Nierenversagen. Die Ärzte gaben dem Erreger den Namen Hantavirus, abgeleitet vom koreanischen Han-Tan-Fluss. In dieser Region gab es sehr viele Feldmäuse, deren Kot und Urin den Virus trugen. Sobald die Exkremente getrocknet waren, gelangte der Erreger in die Luft, wurde von den Soldaten eingeatmet und griff sofort die Nieren an. Doch die Wissenschaftler sind sich nicht sicher, ob in Four Corners derselbe Virus wütet, denn bisher war in Nordamerika kein Fall einer Hantavirus-Erkrankung bekannt. Zudem greift die Navajo-Grippe zuerst die Lungen an und nicht die Nieren. Ich hatte keine Ahnung, was ein Hantavirus ist und habe in einem Lehrbuch nachgeschaut, in dem es einen kleinen Absatz dazu gab. Er beschrieb eine Krankheit, die in Asien vorkommt, jedoch kaum Gemeinsamkeiten mit unserer hatte. Um die mysteriöse Krankheit weiter einzugrenzen, führen die Wissenschaftler eine DNA-Analyse durch. Die DNA des koreanischen Erregers wird mit der des Virus aus Four Corners verglichen. Und tatsächlich, die DNA-Profile sind ähnlich, aber nicht identisch. Handelt es sich um die gleiche Krankheit? Wenn ja, wie konnte sie von Korea nach Nordamerika in das Indianerreservat gelangen? Plötzlich erinnern sich die Experten an die Aussagen der Navajo-Heiler. Die Medizinmänner erzählten, dass es nach einem extrem nassen Winter viele Kiefern gibt. Wenn diese Kiefern reichlich Zapfen tragen, wächst die Population der Nagetiere. Als das geschah, starben sehr viele junge Navajo-Indianer. Die Wissenschaftler fangen Wildmäuse in der Four Corners-Region und untersuchen sie. Und tatsächlich, die Mäuse verbreiten ein Virus, dessen DNA-Profil dem aus Florina Woodys und Merrill Behys Körper entspricht. Dass die DNA dieses Hunter-Virus nicht mit der koreanischen Variante übereinstimmt, zeigt, dass sich eine neue Form des Erregers gebildet hat. Die Entdeckung eines Hunter-Virus war eine große Überraschung, weil bislang keine Lungenbeteiligungen bei Hantavirus-Infektionen bekannt waren. Und auch Erkrankungen mit einer so hohen Sterblichkeit, 50% liegt sonst maximal bei den anderen Hantavirus-Typen bis 10-15%, nicht bekannt waren. Sowohl die Experten des CDC als auch die Medizinmänner vermuten, dass der Hantavirus schon seit Jahrhunderten in Nordamerika existiert. Da diese Fälle bis dato aber nur vereinzelt auftraten, wurden sie wahrscheinlich nicht erkannt. Da die Navajo in ländlichen Gebieten leben, wo die Mauspopulation größer ist, fielen sie dem Ausbruch als erste zum Opfer. Starke Regenfälle hatten in den 2 Jahren vor der Epidemie zu einer Rekordernte von Kiefernüssen geführt und somit für eine wachsende Mauspopulation gesorgt.
Experten vermuten, dass Merrill Bahi und Florina Woody die Erreger vom vertrockneten Urin und Kot der infizierten Wildmäuse eingeatmet haben. Die Behörden empfehlen, beim Beseitigen von Mäusekot und Urin eine Maske und Handschuhe zu tragen und zur Prophylaxe den Kontakt mit Nagetieren auf das Nötigste zu reduzieren. Bis heute ist es den Experten nicht gelungen, eine spezielle Behandlungsmethode für den Hunter-Virus von Four Corners zu finden.